Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Far Cry 3. So, hier haben wir jetzt Verstärkung an der Medusa. Von der ich aber so noch nichts sehe, außer... Ah, da unten. Ach, da kommen sie jetzt alle, okay. So, ich würde die gerne alle mal markieren. So, die beiden habe ich auch markiert. So. Ja, das ist gar nicht so schwer. Sobald, also solange wir hier oben bleiben, geht das. Aber ich sehe schon, da kommen schon wieder mehrere. Aua. Ja, da kommen noch mehr. Die ich mir noch nicht markiert habe. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason, Vaas will unseren Tod. Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Okay, die Mission haben wir geschafft. So, dann rutschen wir einmal hier rüber. Kann ich vielleicht mit dem Boot fahren? Moment, irgendwie... So. Dann gucke ich mal, dass ich mal ein bisschen mit dem Boot fahren kann. Ist mal was anderes. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. So. Granaten abkochen. Ja, ich nutze Granaten meistens eher selten. Das wäre vielleicht ganz gut. Damit heilen wir gleich zwei Gesundheitsfelder. Oder teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich schneller. Ich würde sagen, wir machen erstmal das. Und ich habe trotzdem noch einen Fähigkeitspunkt. So, ich kann schneller schwimmen. Schnell verstecken, das wäre natürlich auch gut. So, ich mache mal, dass ich die Leichen schnell verstecken kann. Damit wir nicht wieder das gleiche Problem haben. So, okay, ich muss einfach nach dem Takedown es gedrückt halten. Und es wächst. So, jetzt aber hier, warte, ich will einsteigen. Nein, klettern. Dann fahren wir mal eine Runde mit dem Boot. Nachdem ich geguckt habe, wo ich hin muss. Ich meine, würde wahrscheinlich... Ja, wir müssen genau da an. Ja, eine Runde mit dem Boot möchte ich trotzdem fahren. Was ist das denn? Verschollene Expedition. Hm. Ach komm. Ich gehe da trotzdem hin. Mit dem Boot können wir ja bestimmt ein anderes Mal fahren. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir noch ein anderes Mal mit dem Boot fahren werden. Wo wir das dann nochmal richtig ausnutzen werden. So, gehen wir mal raus und sprechen mit Dennis. Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Verstanden. Spielverderber. So, gehe zum... Wo ist denn das? Da unten haben wir das.
Wir machen sogar erst den Funkturm, weil der gleich da in der Nähe ist. So, dann gehen wir mal zum Holzfällercamp, beziehungsweise wir suchen uns ein Auto, mit dem wir zum Holzfällercamp fahren können. So, das Auto war, glaube ich, hier. Oder auch nicht, kein Auto da. So, dann müssen wir eine Runde zu Fuß gehen, bis wir vielleicht irgendwo ein Auto finden. Aber dann sehen wir mal mehr von dieser Welt hier. Mehr als wenn wir mit dem Auto fahren, obwohl da hinten schon ein Auto ist. Beziehungsweise ein Quad. Dann fahren wir mit dem Quad. Wenn das nicht wieder eine Mission ist. Nein, damit kann ich wirklich fahren. Dann machen wir das mal. Oh. Okay, tschüss. So, Moment, ich muss aber in die komplett andere Richtung. So, die haben wir. Da hinten will ich hin. So, ins Wasser vielleicht nicht. Moment, da hinten ist eine Brücke. Das heißt, ich muss doch da hinten lang, um erstmal über die Brücke zu kommen. Oh. Ja, das hat nicht ganz so gut geklappt. Da hat mich das Tier abgelenkt. Man sollte sich beim Fahren halt niemals ablenken lassen. Dann passiert genau sowas. Haben wir noch was dazugelernt. So, hier Blumen nehmen wir nochmal mit. Dann können wir uns wieder neue Sachen herstellen. Und das kann ja nie schaden. Wenn hier schon so viele sind. So, die dann lasse ich mal. Rote haben wir jetzt erstmal genug. Denn irgendwann ist auch unser Inventar voll. So. Da oben ist der Funkturm. Der ist gar nicht mehr so weit entfernt. Also es geht schon. Da sind Soldaten am... Und da sind auch welche. So, ich markiere mir die mal. Da ist natürlich das Camp, wo wir gleich hin müssen. Aber erstmal möchte ich den Funkturm machen. So, sind da nur zwei? Ich glaube, da sind nur zwei. Versuche einfach mal mich hier vorbeizuschleichen. Um einfach zum Funkturm zu kommen. Ich lauf mal. Das hat noch geklappt. So, geht zum Holzfällercamp. Ja, das machen wir auch gleich. Nachdem wir den Funkturm. Okay, ich laufe außen rum. Nachdem wir den Funkturm haben. Den wir auch gleich schon haben werden. So. Gleich sind wir da. Doch nicht mehr lange. Ich höre. Oh, verdammt! Okay, da wurden wir angegriffen. Aber ich holte die mal. Ekelhaft. So. Der Komodo-Varan. Da greift er uns einfach an. Dabei wollte ich denen gar nichts tun. So, hier können wir hoch. Das knarrt schon wieder so und hört sich, als würde gleich alles auseinanderbrechen. Was natürlich nicht so gut für uns wäre. Das wäre ein ziemlich schmerzhafter Sturz. So, hier geht's weiter. Ja, ich gehe gleich zum Holzfällercamp. Nur Geduld. Gleich haben wir auch den Funkturm.
So, und beim Holzfäller können, müssen wir dran denken. Moment, können wir da vielleicht mal schon mal reingucken? Nee, ich sehe da so nichts. Gehört das vielleicht sogar noch dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar noch dazu gehört. Dass es einfach nur durch die Straße abgetrennt ist. So, hier haben wir dann den Funkturm. Gut, den Funkturm haben wir. Ich muss da hin und die Seilrutsche führt hier runter. Aber trotzdem. Und wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt. Und ein Quad. Das. Oh, ich habe keine Muni. Das ist natürlich nicht gut. Ja, keine Muni ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn ich gleich irgendein Lager angreifen möchte. So, halten wir die nochmal und dann... Was mache ich denn? Mit dem Quad kann ich so nicht fahren, das ist eine Mission. Oh Mann. Ich habe schon genug Haut von euch. Geht weg. Moment. Aber ich habe auch einen Fähigkeitspunkt. Dann gucken wir erstmal Fähigkeiten. So, was könnte ich hier? Das wissen wir hier noch. Oh, beim Sprint meine Waffe nachladen. Das mache ich. Das ist sehr cool. So, wir gucken uns mal unser Tattoo an. So viel haben wir. Und so viel können wir erreichen. Also wir haben noch einiges vor uns. So, und Herstellung. Medizin. Grüne Blätter brauchen wir dafür. Davon habe ich noch gar nichts. So, ein Waffengurt. Dafür brauchen wir ein Ziegenfell. Eine Brieftasche. Schweinsleder. Spritzentasche. Auch Schweinsleder. Und der Beuterucksack. Zwei Tapirfell. So, Munitionsbeutel, Wildschweinfell. Okay, wir müssen dann, ich denke mal in der nächsten Folge, machen wir erstmal diese Mission. Da wird schon geschossen. Ich sollte vielleicht mal gucken. Wenn da geschossen wird, scheinen da Kollegen von mir zu sein, die gerade getötet werden. So. Nein, ich möchte nicht meine Waffe wechseln. Ich würde gerne meine Waffe wieder haben. Allerdings würde ich gerne mal die Leiche plündern. Um Munition zu bekommen. So, nochmal plündern. Noch mehr Muni. Die Kiste ausleeren. Nichts, da machst du. Außer dich hinlegen. So. Der Rakiat ist leider gestorben. Ich war nicht rechtzeitig da, um die beiden zu retten. Oh. Ja, gut. Wenn der hier schon tot liegt, dann können wir den nochmal häuten. Gut, dann würde ich aber mal sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten, kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.